So, hier sind wir wieder bei Edna bricht aus und wir sind am Ausbrechen. Wir versuchen es zumindest. Und wir haben nicht viele Möglichkeiten. Beziehungsweise. Tja. Vielleicht kommen wir ja. Da gibt es keine offenliegenden Schrauben. Ich dachte mir, vielleicht kannst du ja den Wachmann mit den Zehennägeln abwerfen. Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Befreiungsutensilien der erst irgendwann. Wir versuchen es einfach mit allem zu benutzen. Gute Idee. Die Ritzen zwischen den Polstern sind der perfekte Aufbewahrungsort dafür. Wow. Ah, ii, knusper, knusper. Gute Idee. Okay, das bringt uns nichts. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Oh ja, das hast du. Das ist mein alter Kumpel Harvey. Ja, das wissen wir. Das wissen wir. Ich schäme mich so. Ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. Nein, nicht Stuhlfried Stuhlbein. Das ist aber traurig, du. Das ist traurig. Wir können Stuhlfried Stuhlbein nicht wirklich da reinstecken. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Irgendwas muss ich übersehen. Irgendwas muss da doch noch sein. Harvey. Sag mir, was es ist. Hallo, Harvey. Hallo Edna. Was gibt's? Ach nichts, vergiss es. Ach nichts, vergiss es. Benutze Harvey mit Polster. Du solltest Innenausstatter werden. Ja, das wissen wir schon. Wie kommen wir hier weiter? Was müssen wir machen? Der Typ muss uns noch was anderes sagen. Warte mal. Schauen wir uns mal das Gitter an. Ich hasse Gitter. Das kann ich verstehen. Nimm doch das Gitter einfach raus. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Benutzt doch das Gitter einfach. Die ist verschlossen. Was Ah. hast du erwartet? Dann rede doch mal mit dem Scheiß-Typ. Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Das ist ein Notfall. Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Es ist viel zu kühl hier Es drinnen. ist viel zu kühl hier drin. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun und dich mit etwas Glück müde machen. Es ist viel zu kühl hier drin. Kannst du die Klima... Nein, und dich mit... Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Oh, ich habe mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Ja, das Und wissen dich wir mit etwas bereits. Glück müde machen. Aber wir wollen gar nicht müde werden, wir wollen Ich stattdessen. würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Oh ja. Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga Ja, spiele? hast du. Yep. Yep. Erzähl mir mehr über deinen Schläger. Ich habe dir doch schon alles gesagt. Mein Vater gab ihn mir. Yep, yep, yep. Ein großer Mann. Sicherlich. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Ja. Gemeines. Ja. Armer Vater. Na, warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle.
Oh shit. Alter Vater, really? Okay. Vielleicht kriegen wir das jetzt auch. Vielleicht kann ich den Ventilator hiermit aus der Fassung hebeln. Und. Hep! Oh, ja, das ging natürlich einfach. Ah, Poki, hallo. Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Ah, Poki ist geschockt. Oh wei, oh wei. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Oh shit. Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich unmöglich, ist er Edna. Etwas faul. Unmöglich. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Oh ja, aber erst müssen wir hören, was der Poki zu sagen hat. Ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Ja, nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlson Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal. Man sieht es an den Kanten. Peinlich. Oh, der Poki hat auch mit Problemen zu kämpfen. Aber mit dem können wir nicht reden, oder? Nee, können wir leider nicht. Ansehen. Sind gegangen. Ah, nimm doch das Gitter einfach. Fest. Nicht so laut. Ah, knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Zehennagel? Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Klonk. Langsam werde ich richtig gut darin. Ja, natürlich, Edna. So. Hallo? Na, Edna? Hallo, Poki? Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel rapierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Die Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Interessant. Aha. Oh ja, Poki, in der Tat. Was gibt's denn hier zu machen? Oh, so viele Sachen. Ach, das Fenster. Schauen wir uns mal das Fenster an. Wie sieht's draußen aus? Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Ah, schön. Nimm einfach das Fenster raus und geh raus. Hätte ich nur meine Handwerkerausbildung abgeschlossen, dann könnte ich dieses Fenster wirklich mitnehmen. Ah, verdammt. Ja, okay, gut. Das habe ich nicht beachtet. Ich grüße dich, Fenster. Salve! Oh, Edna. Vor langer Zeit wurde mir vorhergesagt, dass du kommen würdest. Siehe nun deinen zukünftigen Weg in die Freiheit. Boah! Boah! Benutze einfach das Fenster. Es ist verschlossen. Ah, schade. Okay, gut.
Schau dir doch mal diesen lieblichen Stuhl an. Der Thron von Dr. Marcel. Mmh, lecker. Nimm ihn doch mit. Den will ich gar nicht nehmen. Warum nicht? Da hat doch Dr. Marcel drauf gesessen. Ich möchte nicht an diesem Polster riechen. Hallo Stuhl. Hi. Hallo mein Kind. Wie geht es? Setz dich doch, mein Kind. Haha, nein danke Stuhl. Du musst große Leiden leiden. Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Ja, in der Tat. Lass das lieber, Edna. Oh Gott, die Musik wird spannend. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ja, der Fiese hat doch bestimmt einen Plan. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Oh shit. Ja, so viel Geld haben wir leider nicht. Guten Tag, Herr Tisch. Guten Tag. Sie sind 3 Minuten zu spät. Ja, ich... Da war das Gitter. Und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug... Das ist keine Entschuldigung. Nein. Ich liebe es. Okay, schau doch diesen Kugelschreiber an. Der ist doch schön. Ein stromlinienförmiger Stift. Ja, ganz genau. Nimm ihn doch einfach mit. Das klappt so nicht. Wie, das klappt nicht? Natürlich klappt das. Hallo, Stift. Hi. Ja, du hast recht. Und es hat sogar beim ersten Mal funktioniert. Okay, benutze ihn doch einfach. Oh, kaum auszudenken, wozu ich diesen Stift benutzen könnte. Ja, nimm ihn doch einfach mit. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir einen Stift. Einen sehr, sehr schönen Stift. Was haben wir noch in diesem Raum? Schublade. Eine finnische Hartholzschublade mit Blattgoldintarsien. Wo siehst du denn sowas? Das ist nur schnöde Buche. Psst, gerade war der Spieler beeindruckt. Das ist alles klar. Nimm doch einfach die Schublade mit. Zuerst müsste ich sie mal aufbauen. Also ich bin sehr beeindruckt. Rede doch mit der Schublade. Nein, nicht mit dem Schreibtisch. Aufhören. Stopp. Rede mit der Schublade. Nein, nicht mit dem Schreibtisch. Stopp. Rede mit der Schublade. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Wahrscheinlich. Benutze doch einfach die Schublade. Zu. Das macht mich rasend. Rasend. Was hast du mir zu sagen, Schrank? Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ja, da sind immer die fiesen Monster drin. Nimm ihn doch einfach mit. Dann kann da kein Monster mehr rauskommen. Ich ruf nur kurz meinen Spediteur an. Ja, mach das doch. Mach das doch. Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Schön. Benutze den Schrank doch einfach. Als Kind hatte ich immer Angst. Ja, okay, wissen wir jetzt inzwischen. Okay, der Schrank ist offen, aber es bringt uns nichts. Das Diplom. Was hat denn der Dr. Marcel für ein Diplom gekriegt? Schau an, Diplom. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Oh. Schnell von der Wand nehmen. Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ja, hätte ja sein können. Du hältst dich wohl für etwas Besonderes, hä? Hä? Ja. Ich trage die Unterschrift eines der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Ich hätte auch gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal, da war doch was. Was war da? Was? Also an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Ja, vielleicht kann ich ja zusätzlich noch unterschreiben. Darauf hat schon wer unterschrieben. Schade. Schade. So, was wir da noch haben, diese ganzen Sachen, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Von Edna bricht aus und wir sind schon ein ganzes Stück ausgebrochen, aber wir werden bald die Weltherrschaft noch komplett übernehmen. Bis dann.
Und auf Wiedersehen.